Datenschützer werden jetzt bestimmt sagen, oder bin ich ja völlig gläsern, bewege mich durch die Stadt. Was würden Sie dazu? Absolut berechtigtes Argument, das ist sehr valide, auf das müssen wir auch aufpassen. Daher gibt es eine ganz klare Separierung zwischen dem Teil, der die Reise entsprechend identifiziert und klassifiziert und nachvollziehbar macht, weil sie als Basis notwendig ist für die Verrechnung, und der Verrechnungsteil, der von einer Institution gemacht werden muss, wo dann die persönlichen Daten und auch Kreditdaten hinterlegt sind. Die zwei Teile sind komplett voneinander getrennt und müssen auch so sein, wie es auch in anderen Verrechnungsabläufen und in anderen Verrechnungsprozeduren auch gemacht wird.